Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Dienstag, ich spiele Days After und ich muss erstmal gucken, was da los ist. Deswegen, bis gleich. Okay, jetzt machen wir einmal kurz die Brücke zusammen und dann geht's gleich weiter. So, das geht ja ganz schnell hier einmal. Sprinten. Achso. Zwei und drei. Wir was trinken. Ach, sechs war das. Drei. Nein, ach Mensch. Habe ich das genommen? Ich will das doch gar nicht nehmen. Nein, 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 nein. Okay, weiter geht's. Hose kaputt. Gut, lass ich noch eine mit haben. Okay, jetzt aber. Ach. Ja. Warum bist du auch weggelaufen? Selber schuld. Okay, ich hätte das gleich erwartet, wenn er gewartet hätte. Sippy! Da muss noch zwei Felder weiter runter. Zwei Felder. Zwei Wasserpunkte. Okay. Jetzt 94. Zack. Und was hat er? Eine Klaue. Oder ein Zahn. Ein Ohr. Oh, 93. Nice. Mehr auf Distanz, ich habe nicht mehr so viel Leben.
Okay. Hä? Ach, da macht 18, 6 war ja Essen. Ja, okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Aber jetzt ist sowieso nur noch, ich glaube, ein Zombie da und das war's dann. Oder gar keiner mehr da. Alles down. Gut. War die Brücke fertig. Dann werde ich die jetzt gleich erstmal schön in Ruhe abfahren. Erstmal alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ich dachte eigentlich noch, dass ich meine Brust, dass die kaputt geht. Aber hat gehalten. Dazugelernt hier. Ach, hier war ja. Laufen, das letzte Futter hier wegfuttern. Gut, dann renne ich jetzt aber kurz zur Basis zurück und werde die Sachen abgeben. Dann überlege ich mal, was ich noch machen kann. Erstmal, bis gleich. So Leute, ich gehe jetzt wieder zum Eichen im Sumpf, weil ich brauche Eichen und Holz. Und keine Ahnung. Auf jeden Fall Eiche und Holz brauche ich. Also deswegen bin ich dahin. Okay, wir sind da angekommen. Jetzt lass mal Schwein da rauslocken. Zack, zack. Zombie. So. Upsa. Ich muss mich irgendwie reggen jetzt. Fängt ja schon mal gar nicht gut an. Ich etwas um zu regen. Ja, um mich kaputt. Sachen habe ich noch alles an. Nichts zerstört.
Okay, Wolf. Ja. Okay, wieder was zerstört. Kein Problem. Das habe ich mit. War die erste Truhe schon mal in erreichbarer Nähe. Schauen wir, was drin ist. Auf was Gutes. Nichts, was ich brauche. Für den Bär. Okay, ich renne erstmal raus. Erstmal raus. Okay, ich bin wieder da. Ich bin ins Haus gerannt, habe mich da erstmal ins Bett gelegt. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Zack. Down ist er. Lass mal den da weglocken. Komm, 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 komm. Komm noch ein Stück. Okay, das reicht. Was habe ich denn noch? Diese Keule noch? Noch ein bisschen weniger Schaden. Schade. Habe ich ihn eher erwischt. War schneller. Gleich haben wir hier schon mal. Also die nächste Kiste haben wir ja schon mal freigeschaltet da vorne. Mit den Bären musst du später was anderes machen. Es sind glaube ich zwei Stück hier, zwei Bären. Auf dieser Map. Eine unten rechts und der andere oben rechts. Komm her, komm her, komm her. Okay. Wie? Den haben wir es gezeigt. Thank you.
nicht einmal getroffen. Das nennt man Taktik. Das sind die Schuhe. Jetzt brauche ich irgendwie was zum Futtern. Die Spritzen reichen nicht mehr. Zwar jetzt gerade nicht, aber für die Bären sind die gut. Jetzt wäre eigentlich besser was zum Essen. Die leichten Zombies killen und dann mit den stärkeren Waffen die anderen. Suppe hier. Futtern hier. Beim Vorbeilaufen erwischt. Irgendwie muss man hier ein paar Sachen wegpacken. Kann ich ja meine Leute nicht looten. Leute. Die Leichen. Thank you.
Der ist da. Der ist auch da. Tee trinken, dein Bärentee. Jetzt müsste es noch den Feuerzombie geben, hier um den Einbären. War hier nicht mal ein Bär? Zombie, noch ein Feuer, zwei Feuerzombies. Da war der. So, dann schauen wir mal. This und dies. Jetzt gehen wir zum anderen Bären. Hauen wir den auch noch um. Ja, nehmen wir erst den Bären. Wir sind auf dem Weg. Jawoll. So. Dann sind wir ja schon fast fertig hier. Noch zwei Feuerzombies da und ich glaube, das war's dann. Ein Reh noch. Ach, da ist noch ein Wildschwein. Warte mal, das kann ich auch. Immer viel. Guten. Jawohl. Euer Zombie. Noch mal schnell das eine Reh, wo das hingelaufen ist. Bam. Okay. Jetzt noch die Feuerzombies. Darf ich ja den mal kurz hier mampfen und... Ah, das wird so passend. Wo ist der?
Oh, noch nicht. Oh, müssen wir was wegpacken? Okay, wieder hinlaufen, looten. Ich hoffe, ich finde ihn nochmal wieder. Da unten links ist auch gar nicht in der Ecke, oder? Kann ich auch noch etwas? Ein Wildschwein oder ein Wolf? Und ein paar Zombies. Das ist schon, ich werde gleich fertig. Okay, der ist auch down. Zum nächsten Laufen, schneller. Ich habe schneller geworfen als er. Gestürmt kam. LOL. Okay, was haben wir hier drin? Schön. Den brauche ich erstmal nicht. Immer mit. Pack mal den weg. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, jetzt ist wirklich noch der eine Zombie, der eine Zombie. Was zum Essen irgendwo? Nichts zum Essen. Auch nichts zum Essen. Mit. Wollen wir das Rote Hü oder nicht?
bin noch ein Schwein. Schweinchen auch noch hier? Oh, schön, warte mal. Dann haben wir den hier. Und den hier. Okay. Jetzt kommt Zombie dran. Also mal was einsammeln, falls ich sterben sollte, dann habe ich nur das. Okay. Noch eins sammeln. Bin ich gut. An dieser Runde nicht auch meistens immer so ein alter Mann, der sagte, folge mir. Ich habe die Quest schon einmal gemacht, danach habe ich den noch gar nicht mehr gesehen. Ich habe mich ja in so einer Falle. In so eine Grube reingestellt. Ich gesagt, stell dich dorthin, warte. Er hat da einen Hebel gezogen und dann bin ich ja gestorben. Wow, perfekt. Mal es geschafft. Ich mag den hier. Hier oben stand immer so ein alter Mann. Ja. So, dann haben wir jetzt. Alle Zombies gekillt, die hier sind. Jetzt muss ich nur noch alles looten. Und ich denke mal, das wird ein bisschen langweilig für euch werden. Deswegen will ich das nicht filmen. Und ich laufe jetzt so einmal kurz durch. Bild hier. Habe ich hier nichts mehr zum Looten? Keine Kiste mehr? Na gut. Würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf der nächsten Folge seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.